Ja, einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, wann immer ihr das Video schaut. Mir geht's heute mal um was Wichtiges. Und zwar um dieses ganze Gedöns hier, was jetzt gerade bei Xbox bzw. bei Microsoft los ist. Ja, man hat es ja bestimmt gehört, dass da einige Leaks durchgegangen sind. Da geht es speziell darum, wie die Zukunft von Xbox bzw. von den Konsolen, von den Spielen, von den allen möglichen aussieht. Was da kommt. Nächste Woche oder irgendwann soll mal ein richtiges Statement kommen von Phil Spencer, dem Chef der Spieleabteilung, also den Xbox-Chef Phil Spencer. Ja, ich gehe mal ganz weit zurück, ich gehe mal da zurück, das ist jetzt mein Reden jetzt, ja, das ist jetzt mein Senf, den ich dazugebe. Senf dazugeben, weiß das Frau Google überhaupt, was das bedeutet, denn diesen Spruch kann ich nicht einordnen. Ruhe, Mann. Ja, meinen Senf dazugeben. Ja, die weiß es nicht, die weiß das nicht. Was bedeutet meinen Senf dazu geben? Laut Geo, Redewendung seinen Senf dazu geben. Wenn sich jemand ungefragt in ein Gespräch einmischt und seine Meinung äußert, dann sagen wir dazu gerne auch, er gibt seinen Senf dazu ab. Jetzt wisst ihr das auch. Ja, ich sehe es nach wie vor nicht mehr ganz so schlimm, weil jetzt zurück zum Thema. Dass Xbox oder Microsoft allgemein sich raushalten will, auch aus dem Konkurrenzkampf, das sehe ich nicht so, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und das finde ich irgendwie Unsinn. Das ist ja totale Quatsch. Ja, bei Nintendo habe ich es damals verstanden. Mit der Nintendo Wii hat man doch deutlich gesehen, dass Nintendo eine Richtung einschlägt und sich sagt, okay, ich glaube, sie haben es auch öffentlich gesagt, da soll sich Microsoft und Sony um diese Stellung und so drängen. Weil da ist auch, man sieht es auch an der Technik, die Wii war ganz eigen und ist auch bis heute eigen geblieben. Ja, Nintendo geht den eigenen Weg. Den kann man als Drittanbieter schon mal rauslassen. Wenn jetzt praktisch zum Beispiel, ja, auch ein Leak, der durch ist, wenn jetzt zum Beispiel der Xbox Game Pass auf der PlayStation erscheinen würde, dann wäre das praktisch so, da würde Microsoft meiner Meinung nach sich ohne Ende verkaufen. Weil, wenn ich jetzt, ich sag mal so, der Game Pass kommt auf die PlayStation, wo ist dann der Mehrwert? Ja? Erstens mal, dann würde ich persönlich, ich würde dann auch von Sony verlangen, dass sie ihre großen eigenen Titel in den Game Pass reinbringen. Aber das wird nicht passieren, weil da wird sich Sony sträuben, das wird nicht kommen. Was auch immer in den nächsten Tagen alles rauskommt. Es hat mich so erstmal geschockt. Ich wollte eigentlich zurückgehen bis 2013, bis zu der Katastrophe, wo Microsoft angekündigt hat, dass es ab jetzt nur noch, ja, dass die Konsole, ja, ihr wisst schon, TV, dass sie nur noch fürs TV zuständig ist, dass praktisch keine CDs mehr sind, dass man nur noch die Spiele virtuell rausbringt und praktisch keine physischen CDs mehr machen möchte. Auf dem Weg ist man jetzt schon wieder, und das geht mir ehrlich gesagt auf den Geist. Ich bin jemand, der, ich brauche meine CD, ich brauche meine Sammlung und möchte die auch wieder verkaufen und alles. Ja, ich meine, bin ich bestimmt nicht der Einzige da draußen, der seine Spiele sammelt und im Regal stapelt und eventuell auch nochmal wieder verkauft und dann wieder kauft und hin und her. Ja, der Handel belebt auch das Geschäft. Entschuldigung. Ja, was wollte ich raus? Ich wollte meine Meinung sagen. Meine Meinung ist, das Statement von Phil Spencer, diese ganzen Leaks, die da gekommen sind, da mag was dran sein, das sind große Leaker, die das immer mal gesagt haben, das ist dann auch eingetroffen. Aber das muss ja nicht immer der Fall sein. Ich hoffe, dass Microsoft dabei nicht den Fehler macht und sich komplett verkauft, denn wenn Sony jetzt alleine, ja, keine Konkurrenz mehr hätte und ohne Microsoft, weil wenn du Konkurrenz hast, dann schaust du ja auch, was tut die Konkurrenz gerade, was ist da los, ich meine, machen wir uns nicht vor,
Das ist normal. Ich kann jetzt bis zum Thema Wrestling gehen. Die WWE. Na? Wenn All Elite Wrestling nicht erschienen wäre, wäre Wrestling jetzt immer noch eintönig. Wenn es nur die WWE gäbe. Aber da die jetzt ja, aufgetreten sind, ist wieder Konkurrenz entstanden. Und das hat es ja interessant gemacht. Und viele andere haben davon profitiert. Und wenn jetzt Microsoft einfach feige hier verschwindet und einfach sagt, ey, lass mich in Ruhe, wir wollen nicht mehr, wir wollen nur noch mit dem Game Pass unser Geld machen, das halte ich für übertrieben. Ich weiß nicht, nur mit dem Game Pass und keine Peripherie, keine Konsolen mehr herstellen, ich glaube nicht, dass das so kommt. Eine Xbox wird wahrscheinlich auch schon geplant sein, irgendwie eine neue, die wird schon kommen. Ah, dann wird man sich auch wieder so denken, okay, versuchen wir es wieder mal mit einer ohne Laufwerk, ja. Die Xbox Series S, ja, oder, ja, aus der S, die verkauft sich ja auch ganz gut, ja. Ist zum Beispiel eine Konsole, wenn du viel unterwegs bist, ja, wenn du jetzt beruflich unterwegs bist oder auch so privat, wenn du irgendwo immer anders wohnst, du baust das im Hotel auf und so, da hast du halt nicht viel zu tun und wenn du trotzdem zocken willst, ja, der Game Pass ist auch für unterwegs sehr gut. Aber wenn sie dann auch noch den Game Pass, ihr ganz großes Baby, verkaufen würden an Nintendo und ich frage mich sowieso, der Activision Deal mit Call of Duty und Co., wieso zieht man das nicht erstmal durch? Das ist ja alles hinfällig. Das heißt, das hat ja gar keinen Sinn mehr. Leute, ich baue jetzt gerade Fahrt auf. Ja, ihr habt schon gemerkt, ich bin am Anfang ein bisschen am Stammeln, aber das, wozu hat man diese Firmen gekauft für zig Milliarden, dass man das nicht ausnutzt, dass man sagt, okay, Activision, jetzt, wie sieht's aus? Ihr macht mal ein extra Call of Duty zum Beispiel, was es wirklich nur für die Xbox gibt, egal in welchem Format das ist, und Sony kriegt dann das Allgemeine auch. So, klar. Das würde ich dann so machen. Und zum Beispiel Halo würde ich niemals verschachern. Ich würde auch Starfield würde ich nicht verkaufen, war ja auch die Rede, dass Starfield jetzt auch auf die PlayStation kommt. Gibt's ja auch schon Bilder davon. Ja, das hat meistens nichts zu sagen, hat nichts zu melden, ob es da Bilder davon gibt. Aber ja, sind wir mal ehrlich, die meisten Leute, die Großen, die das geleakt haben, die hatten recht, aber der Einzige, der am Ende dann uns alles aufklären kann, das ist dann doch immer noch Phil Spencer. Ja, der Chef der Xbox-Spiele-Sparte. Und da bin ich echt gespannt drauf, Leute. Da bin ich wirklich gespannt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich habe immer noch Hoffnung, weil die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und da habe ich Hoffnung, dass Microsoft sich nicht verkauft, nicht ihre Seele verkauft. Wenn es nur noch auf Game Pass gehen, das halte ich dann für nicht so gut. Ja, auch wenn sich, vor allem, ich nenne euch mal ein Beispiel jetzt, ein privates Beispiel. Ich habe mir voriges Jahr zu Weihnachten für 399 Euro, kurz in der Weihnachtszeit, die Xbox Series X gekauft. Und das war die im Saturn, habe ich die bestellt. Das war die letzte, die es gab. Es war das letzte Modell, was im Laden erhältlich war. Weil ich hatte richtig Glück, dass noch eine da war. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Xbox sich nicht so verkaufen. Gut, ich gehe jetzt vom privaten Standpunkt aus, so wie ich das jetzt habe erlebt. Das kann ja auch allgemein im Großen überhaupt anders sein, aber ich habe sie mir gekauft und war froh, die letzte erwischt zu haben, Leute. Ja, ich habe seitdem, mir hat damals eine Freundin vorgeschlagen, ich wollte erst die PlayStation 2 holen, dann war noch die Xbox, die hatte die Sims darauf und seitdem, ich hatte die allererste Xbox geholt, ja, da habe ich mich mal. Dann ging das weiter mit der 360, dann kam dann Games with Gold und so weiter und so fort, Xbox Live und der Game Pass und jetzt, also ich würde nicht auf Sony umsteigen, die Sony-Konsole, pass auf Leute, hört genau zu,
Ich habe die PlayStation 3 zwischendurch mal geholt. Ich habe sie wieder verkauft. Ich habe die PlayStation 4 dazwischen mal geholt. Ich habe sie wieder verkauft. Ich habe die 5 noch nie geholt, weil ich die 4 schon verkauft habe. Und weil ich will da nicht, weil ich hatte sie hier stehen. Ich hatte sie wirklich am Aufbauen. Aber ich habe meinen Game Pass. Mir reicht das, was ich spielen kann. Mir reicht das vollkommen aus. Und Microsoft sollte eigen bleiben. Das ist meine Meinung. Dabei bleibe ich auch, man sollte doch irgendwie, und ich verstehe sowieso nicht, vor über 10 Jahren wurden auch mal die, die Xbox die, oder die Microsoft Studios geschlossen, war Schluss, und über 10 Jahre schon hat natürlich Sony das alles vorgemacht mit ihren eigenen Titeln. Wieso schließt man sein hauseigenes Studio und ja, produziert dann keine Exklusivtitel. Das macht doch eine Konsole aus. Guck mal, Leute, hör mal zu. Nochmal. damals war es auch so, der berühmteste Konsolenkrieg, Sega gegen Nintendo, da war der Sonic, dann war der Super Mario. Ja? Da hast du zwei Ikonen gehabt und jeder wusste, welche Ikone zu welcher Konsole gehört. Und ja, Halo. Wenn Halo jetzt noch verkauft wird an Sony, dann es gibt, wie schon einige andere auch gesagt haben, es gibt kein Zurück mehr, wenn das mal passiert ist. Das ist genauso damals, wo Sega fast pleite gegangen wäre durch dieses ganze, durch das Desaster mit den Konsolen, mit den mehr, also Haufen Peripherie und keine Spiele und was weiß ich alles, was da noch zusammenhing. Der Streit zwischen Sega of Japan und Sega of America, das alles hin und her und ja, Konsolenveröffentlichungen und zu wenig Dreamcast produziert und alles. Ja, echt, da könnte ich ein extra Video machen. Das ist dann auch schon wieder so ein Beispiel. Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt, ich bin jetzt raus aus der ganzen Geschichte. Worauf wollte ich jetzt raus? Wisst ihr das noch? Wie komme ich jetzt auf? Ach ja, auf dieselben. Ja, die Franchise, wenn Halo verkauft wird. Das ist, da gibt es kein Zurück. Es gibt keinen Weg zurück, wenn das einmal passiert ist. Ja, nimmt das niemand mehr ab. Das wäre genauso, wenn Sega jetzt eine Dreamcast 2 auf einmal veröffentlichen, eine Dreamcast 2 produzieren würde und sagen würde, okay, wir wollen jetzt unseren Sonic zurück. Wir wollen es nochmal so machen, wie es war. Das geht nicht mehr. Sonic ist mittlerweile auf allen möglichen Konsolen. Das ist genauso, das Schicksal könnte auch Halo passieren. Dass es auf alles Mögliche erscheint. Also, Leute, genauso Starfield würde ich behalten. Ich würde Indiana Jones behalten. Das würde ich als Anfang sehen. Dann würde ich mit Call of Duty, würde ich da so richtig gegen die Konkurrenz schießen, indem ich ein extra Call of Duty für meine Konsole entwickeln lasse und das einfach nur dort bleibt. Also echt mal. Leute, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Und ich wollte, weil ich bin extra als Polizist hier unterwegs. Ich bin jetzt mal die Spielepolizei. Okay. Das war nur ein kleiner Clip. Ich werde das mal noch ausführlich mal. Ich werde mal Stellung dazu beziehen. Genau, was einblenden, wenn Phil Spencer sein Statement abgegeben hat. Wenn es in Ordnung geht, dann geht es in Ordnung. Wenn es halt was anderes ist, dann werde ich schon ordentlich was dazu sagen. Weil die Community, die Xbox-Community ist genervt von sowas. Und das bin ich auch. Aber ich habe mich mittlerweile auch trotzdem wieder beruhigt. Damals war auch die Ankündigung von Microsoft, dass alle Spiele, die erscheinen, alle, jedes einzelne auch auf dem PC erscheint. Ja, da war das Schrei, da waren die Leute ganz groß am Schreien und jeder hat sich da gedacht, oh nein, wenn die das wirklich durchziehen, die wollen doch Konsolen verkaufen und wieso nicht nur auf der Konsole? Aber du musst auch mal bedenken, im Nachhinein, ja, es gibt ja, du musst ja erstmal so einen Hochleistungs-PC leisten können, der alles mögliche Bieter gibt und so weiter und so fort. Einen richtigen PC haben willst, der kostet viel Geld und ich meine, wenn du den hast, dann hast du auch kein Problem damit, aber jetzt, das hat sich auch gelegt, ja. Weil es lief ja darauf raus, dass es auch den Xbox Game Pass hast du den PC gibt. Es gibt ja auch den PC Game Pass. Kann man sich auch holen. Also einzeln. So. Jetzt regnet es.
das passt dazu, ja. Ja. In dem Sinne, Leute, bei allem, was ich jetzt erzählt habe, ich habe die Hälfte wieder vergessen, aber ich hoffe, man konnte mir hoffentlich folgen. Es war ein kleines Erzählvideo darüber, was ich so denke. Und ja, wie seht ihr das? Also eine Diskussion können wir gerne lostreten. In den Kommentaren immer rein damit, immer rein. Ich werde öfters solche Videos machen. Und wenn, wie schon gesagt, das Statement von Phil Spencer, dem Xbox-Game-Chef, ja, der Xbox-Spiele-Abteilung ist Phil Spencer halt. Wenn da was Ordentliches rüberkommt, wenn ich, okay, wenn sie bei exklusiven Dingen bleiben, aber wenn die Leaks sich bewahrheiten, dann bin ich erstmal nicht nur geschockt, sondern frage mich dann auch, warum habe ich mir eine Xbox Series X geholt, wenn ihr mich jetzt so verarschen wollt. Und mit diesen Worten möchte ich dieses Video beenden. Und ich hoffe, ihr wart bis hier dabei und konntet mir folgen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin dann erstmal weg. Tschüss.